Hallo und herzlich willkommen, ich bin Slobaka. Weiter geht's mit Victoria 3 und Spanien. Und da jetzt auch für mich wieder ein bisschen Zeit verstrichen ist, ich nehme jetzt diese Folge und alle weiteren Folgen bis Donnerstag an diesem Sonntag auf, an dem ihr auch diese Folge zu sehen bekommt. Vielleicht kommt sie ein bisschen später. Ich habe hier lahmes Upload-Netz. Aber da ein bisschen Zeit verstrichen ist und mittlerweile ja auch die Kritiken eintrudeln über Victoria 3 schon seit einer Weile und auf Steam das Ganze wirklich schwierig aussieht, möchte ich meinen Senf auch nochmal dazu geben. Also 63% positive Bewertungen auf Steam Stand heute. Das ist schon ganz schön mies. Also das war ja nur bei Imperator Rom schlimmer. Man muss jetzt sagen, also es war ein bisschen zu erwarten, dass Victoria 3 erstmal grundsätzlich nicht ganz so gut bewertet wird wie Crusader Kings oder Hearts of Iron oder Stellaris oder sowas. Das war schon früher so, also schon bei Victoria 2, dass der Fokus dieses Spiels nicht ganz so viele Leute interessiert wie bei den anderen Spielen, weil es einfach weniger um dieses Anmalen der Karte und so weiter und um Eroberungen und so weiter geht. Aber bei 63% muss man sagen, da gibt es schon noch andere Probleme. Und eine Sache oder mehrere Sachen, die wir jetzt in diesem Let's Play noch gar nicht gemacht haben, unter anderem auch deswegen, weil die halt ein bisschen komisch sind. Da geht es zum einen um die Diplomatie, also um diese Diplomatiespiele, die man ja machen kann. Zum anderen aber auch um die Kriegsführung. Die sind also, ja, die sind ein bisschen schwierig. Bisschen schwierig, nicht nur unübersichtlich, was ich vor allen Dingen jetzt erstmal als ersten Kritikpunkt für die UI und so weiter mal anbringen möchte. Da ist manchmal wirklich, man muss sich durch viele, viele Gegenden klicken, um dann die Info zu bekommen, die man da haben möchte. Das ist wahrlich nicht wirklich übersichtlich, da werden Sie sicherlich dran arbeiten. Aber es gibt eben gerade beim Militär und auch bei der Diplomatie wirklich noch Nachholbedarf, um das Ganze irgendwie logisch zu machen. Was mir sehr gut gefällt, und das ist, glaube ich, auch Konsens, auch bei den ganzen Kritiken, ist diese Marktgeschichte. Ich finde, sie haben den Markt und die Handelsrouten und wie man diesen Markt ordentlich ausbalanciert und so weiter. Das haben sie schon cool gemacht. Und das macht mir auch Spaß, hier diese einzelnen Fabriken und die ganzen Verbindungen zueinander herauszufinden, zu basteln und zu bauen und es langsam zu verbessern für die Leute. Das finde ich cool. Deswegen haben wir uns auch darauf größtenteils fokussiert. Aber es gibt wirklich viele Sachen, die noch nicht so toll sind. Und dann kann man auch dazu sagen, ja, da kommt wahrscheinlich jetzt wieder ganz viel dazu. Und da kennen wir Paradox. Über die Jahre hinweg wird es DLCs und Patches und kleine Packs geben und so weiter und so fort. Und irgendwann zahlt man dann für das Spiel 250 Euro. Und das kann man auch wirklich scheiße finden. Finde ich auch. Finde ich auch wirklich schwierig. Also, es hat natürlich viel, es ist viel drin. Dann irgendwann mal. Aber ich kann schon Leute verstehen, die jetzt sagen, wartet, bis die ersten 3, 4 DLCs rausgekommen sind und dann schlag zu, aber erst wenn es auch im Sale ist, weil es jetzt diese, was kostet es, 50 Euro, glaube ich, das ist schon ganz schön ordentlich für dieses Spiel. Aber mir macht es trotzdem Spaß, muss ich sagen. Ich mache das, wie gesagt, gerne, dieses Fummeln, und wir spielen jetzt einfach mal weiter mit Spanien und schauen mal, wie sehr wir dann in Schwierigkeiten kommen, sobald wir anfangen, Diplomatiespiele und Kriege zu führen. Das wird nämlich ganz schön hakelig dann, und manchmal weiß man dann wirklich nicht mehr, warum jetzt unsere 30 Armeen gegen die 2 aus Tuat irgendwie verlieren oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen komisch. Aber gut, wir spielen erstmal weiter. Ihr habt mir gesagt, ich soll unsere Bauindustrie mal auf 60 bringen. Das finde ich ein bisschen schwierig bei 3.500 Einnahmen. Aber wir können sie auf jeden Fall ein bisschen ausbauen, denn unsere Goldreserve ist ja jetzt gerade ziemlich voll. Das heißt, da können wir ein bisschen in die Richtung gehen und sollten da vielleicht nochmal hinarbeiten, dass unsere anderen Bauprojekte jetzt insgesamt etwas schneller gehen. Wir haben noch dieses Problem mit dem niedrigen Marktzugriff in Spanisch Togo, aber ich glaube, wir lassen mal diese 474 Tage diesen Markt bzw. diese Kolonie erstmal entstehen, denn momentan, und da bin ich mir jetzt gerade auch nicht sicher, momentan kann ich dort zwar Landwirtschaft und Ressourcengebäude bauen, aber noch keinen Hafen.
Ich weiß nicht, ob der erst kommt, wenn wir überhaupt eine Stadtzentrumsgröße haben. Oder ob wir den bauen können, sobald das Ganze unsere Kolonie geworden ist. Da müssen wir mal schauen. Also momentan gehört das halt nicht zu unserem Markt dazu, aber wir kriegen das schon hin. So, ich lasse mal ein bisschen weiterlaufen. Wir bauen, übrigens Dankeschön für den Hinweis, wenn wir hier draufklicken, sehen wir es nochmal. Also, jetzt erstmal Papierfabriken, dann haben wir Eisenminen, Holzfäller, Lebensmittel- und Tuchfabriken. Ich würde sagen, wir schicken mal einen Bausektor mit dazu. Die Frage ist, wo? Katalonien, Westandalusien oder in Toledo einfach vergrößern. Ja, jetzt lass mich doch da einmal drauf gucken. So, 208 Arbeitslose, 124.000 Bauern, Infrastruktur ist gut in Westandalusien. Ich würde sagen, den Bausektor vergrößern wir mal auf eine Stufe, auf die Stufe 2 und setzen das vielleicht auch mal ein bisschen weiter nach oben. Na, wo ist es jetzt? Nee, da möchte ich hin. Jetzt macht es wieder nicht. Moment, hier muss ich zumachen. Da ist es. So, den möchte ich gerne weiter nach oben setzen. Wir machen mal die Papierfabriken trotzdem zuerst. Und das dauert nur 3 Wochen, so einen Bausektor zu bauen. Dann wären wir ungefähr bei -2 und dann können wir ja gucken, ob wir mit mehr Papier, beziehungsweise wir brauchen ein Eisen, um diese Bausektoren zu verbessern. Auf den gusseisernen Bau brauchen wir mehr Werkzeuge und mehr Eisen, damit die Preise da nicht in die absoluten Höhen schnellen. Also, wir kriegen das schon hin. Bürokratie wollen wir auch verbessern. Dafür machen wir diese Papierfabriken gerade, damit wir dort, oh, damit wir die Bürokratie hier verbessern können, beziehungsweise die Produktionsart der Bürokratie verändern können, der Regierungsverwaltungsgebäude, dass wir das alles auf dieses standardisierte Ablagesystem bringen. Momentan würde das den Papierpreis in die Höhe bringen. So, eine Revolution braut sich zusammen. Das ist nicht gut. Wahrscheinlich immer noch durch dieses Kolonialamt. Ja, die Landbewohner. Das Gesetz, was wir jetzt machen, interessiert die Landbewohner auch nicht so richtig, ne? Das wollt ihr auch nicht wirklich. Ach doch, die Landbewohner sind eigentlich bei der Berufspolizei mit dabei. Das würde sie von -13 auf -8 bringen. Also, wenn wir das durchkriegen, ist leider noch ein Stückchen hin. Dann könnten wir diese Revolution vielleicht ein bisschen abschwächen. Aber die Revolution geht auf jeden Fall hier gerade zügig nach oben. Und zwar schneller, als wir hier mit der Berufspolizei dagegen kommen. 30%, das geht jetzt immer. Ich weiß gar nicht, was wir machen, wenn die Revolution da ist, um Gottes Willen. Okay. Also, das hier ist ganz schön fett auf jeden Fall. Warte mal, Kleinbürger, Landbewohner plus 1 dadurch, minus 1 hierdurch, das hebt sich ein bisschen auf, aber die größten Sachen, also die größte Geschichte, die Radikale verursacht, sind die unerfüllten Forderungen von Protestbewegungen. Das ist genau diese Sache mit kein Kolonialamt. Okay, Großbritannien hört auf, unsere Beziehung zu verbessern. Bayern hat Interesse an Italien und an Occitanien. Großbritannien hat nochmal aufgehört. Und auf dem Markt gab es keine Preisänderungen. So, wie kriegen wir jetzt diese Revolution weg? Ich glaube, so schnell haben wir da keinen wirklichen Einfluss drauf. Wenn es nicht um die Lebensqualität geht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir die irgendwie niederschlagen, wenn sie da ist. Die Freihandelspartei hat sich gegründet. Wer ist das? Wer möchte das werden? Ah, innerhalb der Regierung haben die sich gebildet. Oh, jetzt sind sie alle durcheinander gegangen. Im Moment. Intellektuelle und Streitkräfte sind nach wie vor in der progressiven Partei. Jetzt gibt es eine neue gemäßigte Partei bei den Kleinbürgern und die Freihandelspartei bei den Industriellen. Die sind nicht mehr in der progressiven Partei. Das ist natürlich ungünstig. Aber wenn wir die jetzt rausschmeißen, dann wird es schwieriger, glaube ich.
Also haben wir noch mehr Radikale. Ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal versuchen. Wir haben die Berufspolizei mit 50% Erfolgschance. Das würde uns wirklich helfen. Jetzt ist das gerade hier wieder ein nach unten gegangen. Minus eins pro Woche. Momentan. Vielleicht durch die neuen Parteien. Wüsste aber nicht warum. So, Holz geht nach oben, aber die Papierfabrik sollte gleich durch sein. Die Intellektuellen sind jetzt noch mächtig. Haben die verloren? Die waren einst mächtig und sind jetzt einflussreich. Moment mal. Nee, die haben verloren, aber hier. Das geht richtig runter auf 14,6%. Dafür sind die Intellektuellen rauf auf 21%. Haben die das verloren, weil sie die neue Partei gegründet haben? Das ist ja interessant. Okay, weil so viel geändert hat sich ja jetzt gerade gar nicht. Hannover hat Interesse am Rhein. So, jetzt sind erstmal die Papierfabriken fertig. Jetzt können wir mal schauen, ob wir die eine Regierungsverwaltung hier, sobald das Ding steht, so, die sind jetzt hier auf Stufe 6, stellen neue Leute ein und werden damit hoffentlich die Papierproduktion erhöhen und den Preis senken. Sulfid haben wir noch nicht gebaut. Schwefel. Deswegen können wir das jetzt noch nicht verbessern. Aber der Preis sollte jetzt doch hier fallen, richtig? Okay, die Revolution geht wieder ein bisschen zurück. Warum auch immer. Aber der Preis fällt ein bisschen. Wir schauen mal, ob wir wirklich jetzt hier, wie das den Papierpreis erhöhen würde. Naja, schon ein bisschen. Aber es sollte unsere Bürokratie dann um 75 verbessern. Damit wären wir ganz vorne mit dabei. Was heißt ganz vorne? Aber wir wären wieder im Positiven. Und das sollten wir machen. Jetzt schaue ich nur noch einmal, ob wir das hier machen oder woanders. Also, weil das ist die größte Geschichte, wenn wir jetzt einen Dreier nehmen. Ihr seid schon da drauf. Genau, wenn wir jetzt den nächsten da nochmal mit reinnehmen, dann haben wir 45 obendrauf. Dann sind wir zumindest mal im Positiven und verschwenden keine Steuer mehr. Papierpreis ist jetzt erstmal gefallen. Der wird jetzt wieder steigen. Holzpreis ist auch gefallen. Interessant. So, den neuen Bausektor sollten wir jetzt auch schon gebaut haben, wenn ich das richtig sehe. Hat aber noch keine Punkte gebracht. Haben wir den nicht in Westandalusien gebaut? Achso, ja, hier wird noch Beschäftigung reingeholt. Und momentan ist auch der Saldo ziemlich gut. Wahrscheinlich, würde mich interessieren, ob das jetzt daran liegt, dass irgendwie Papier billiger geworden ist, aber eigentlich, das könnte sein. Das könnte am Papier liegen. So, teure Regierungswaren. Papier ist zu teuer. Ja, ja. Ja, 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 ja. Wir sind ja dran, liebe Leute. Wir sind ja dran. So, da geht der Papierpreis wieder hoch, aber ist ungefähr auf dem gleichen Level. Holzpreis auch wieder ein bisschen nach oben. Ist aber in Ordnung. Ist erstmal in Ordnung. So, da gibt es beim Bausektor 1-2 neue Punkte. Und wenn wir jetzt, beim Werkzeug geht es sogar mit 20% mehr, 20 Einheiten mehr, aber das Eisen ist noch ein Problem. Dafür bauen wir aber jetzt gerade eine Eisenmine in Kastilien. Insofern sollte das wieder funktionieren. Hoffen wir mal. Kampagnenfinanzierung bei der Berufspolizei wahrscheinlich. Die Parteien, insbesondere eine ganz bestimmte, die gemäßigte Partei, haben in dieser Wahlperiode Mühe, ausreichend Mittel für ihre Kampagne zu sammeln. Sehen wir einmal nach, was ihre Leute verlangen. Gebühren. Ja, das war ja zu erwarten. Doch was sind denn das für Reisekosten? In so einem edlen Hotelzimmer könnte ein halbes Dorf schlafen. Und Wein? Wer war denn da voll wie eine Strandhaubitze? Stimmen sind nicht billig, mein Herr. Sie wollen doch gewinnen, oder? Wir können etwas Geld für diese Partei erübrigen. 2 Jahre plus 1170 Regierungsausgaben. Was soll denn das heißen hier? 1170 Regierungsausgaben. Alle Parteien bekommen in dieser Wahlperiode eine Grundfinanzierung. 2 Jahre 2300 Regierungsausgaben.
Staat hat unsere Kampagne finanziert, plus eins bei den Interessensgruppenzustimmung der Opposition. Wenn die Partei sich keine Kampagne leisten kann, sollte sie dann überhaupt eine starten? Minus 10 pro Momentum. So, der gemäßigten Partei, jetzt müssen wir da nochmal reinschauen, eine Sekunde. Die gemäßigte Partei sind momentan nur die Kleinbürger. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt, wir kriegen plus 10% dafür, für die gemäßigte Partei, aber wollen wir die Kleinbürger jetzt nach oben bringen? Ich glaube nicht. Nee, die Kleinbürger bekommen jetzt ein minus 10% hier. Das ist ein Royalist, der das Ganze anführt. Ein Unbeliebter noch dazu. Nee, ich würde jetzt die Kleinbürger möchte ich jetzt nicht mit einer Kampagne finanzieren. Wir werden ihnen kein Geld geben. Wenn, dann möchte ich die Intellektuellen oder eben die Industriellen, die sich leider jetzt ja auch abgespalten haben. Oh. Und jetzt kommt die Wahl. Das Momentum für die progressive Partei liegt bei minus 27%. Trotzdem sollten die 80% bekommen der Stimmen. Freihandelspartei 18,3 und die gemäßigte Partei 2,5. Naja, gut. Also das sind aber alles... Achso, in der Opposition gibt es jetzt auch gar keine Partei mehr. Doch die gemäßigte war vorher hier, ne? Aber da möchte die katholische Kirche möchte noch damit rein. Na gut, aber die Wahl sollten wir ja ganz gut irgendwie hinkriegen. Die Revolution fällt wieder ab. Und die Radikalen steigen leider nach wie vor. Schauen wir nochmal auf den Markt. Wir sollten vielleicht da nochmal schauen. Eisenminen dauern noch eine Weile. Wir sind auf 17 immerhin. Was ist denn mit euch los, liebe Leute? Ihr braucht Spirituosen wahrscheinlich und nach wie vor sind die Klamotten auch immer noch zu teuer und auch die Nahrung ist wieder zu teuer. Wir bauen das alles, aber also Holzfäller, Lebensmittel, Tuchfabriken, so ist momentan die Reihenfolge. Wenn wir jetzt, komm, ich setze noch einen Bausektor daran und gucke einmal auf Katalonien oder Toledo. Warte mal, Toledo ist... Ne? Wo ist Toledo überhaupt? Ah, in der Mitte. 140.000. Katalonien hat 109.000 und da war aber das Problem mit der Infrastruktur, obwohl es geht. Es geht. Eigentlich ist sogar es in Westandalusien... Wir werden Westandalusien nochmal ausbauen, glaube ich. Da bringen wir das auf eine Stufe 3. So, mit Belgien kann nicht länger die Beziehung verbessert werden. Allerdings haben wir das nicht gemacht, sondern sie, glaube ich. Holzpreis steigt richtig ordentlich. Wahrscheinlich durch die erhöhte Papierproduktion. Wahnsinn, warte mal. Die Stimmenverteilung war 1,8 Millionen eigentlich für die progressive Partei. Wo sind die ganzen anderen Stimmen hin? Also wenn es vorher 1,8 Millionen waren und jetzt noch 675.000 und das trotzdem 80% der Stimmen sind, ist das ein bisschen merkwürdig, oder? Aber egal, wir werden gewinnen, auf jeden Fall. Die Intellektuellen. Die Intellektuellen kriegen 40% der Stimmen. Nee, 40% der Menschen gehören... Nee, das kann ja auch nicht sein. Also, das verstehe ich jetzt gerade auch nicht so ganz. Verzeihung, das Momentum ist klar für die Leute. Parteizugehörigkeit 5... die sich dazugehörig fühlen zu dieser Interessensgruppe. Aber das ist wiederum, ist das die Anzahl der Menschen im Land jetzt? So viele Intellektuelle haben wir, glaube ich, nicht. Gut, wir warten die Wahl einfach ab. Verzeihung, liebe Leute.
Gerade weiß ich nicht, was los ist. Nationale Überlegenheit, eine neue Protestbewegung, schon wieder. Moment mal. Also, wir haben jetzt haufenweise Protestbewegungen. Also dieses Kolonialamt, das lassen wir jetzt, auch wenn das eine hohe Radikalität mit sich bringt. Örtliche Polizeidienststellen bewahren wollen jetzt die Grundbesitzer und die nationale Überlegenheit beschließen möchte gerne die katholische Kirche. Eieiei. Wir können ja nicht alles auf einmal machen. Wir müssen jetzt erstmal diese Berufspolizei an den Start kriegen. Spanisch-Togo ist klar. Regierungslegitimität ist die jetzt gefallen? Wir haben auch schon wieder zu wenig Bürokratie. Die Legitimität liegt bei null? Okay, Moment mal. Also, wir waren bei einer Legitimität von irgendwie 90. Jetzt kriegen wir... verstehe. Ja. Das liegt jetzt daran, dass die einzelnen Gruppen aus dieser einen, aus der progressiven Partei ausgeschieden sind. Und dadurch bekommen wir einen Malus von 120 durch die Größe der Regierung. Das heißt, wir müssen die Regierung jetzt wieder vereinzeln. Vorher galt das alles als ein Teil, wenn sie alle in einer Partei sind. Und jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das wird uns natürlich jetzt Radikalität bringen wahrscheinlich. Ne? Plus 7.000. Gut, das macht bei 800.000 dann auch nichts mehr. Aber die Legitimität, wenn wir jetzt die Streitkräfte rausschmeißen und die Industriellen, sind wir immerhin wieder bei 64%, kriegen natürlich haufenweise Radikale dazu. Und die Frage ist dann, ob das Gesetz dann noch durchgeht. Streitkräfte, Intellektuelle und Kleinbürger unterstützen das. Das sind natürlich genau die, die jetzt da gerade, die ich da gerade rausschmeißen möchte. Okay. Also wenn wir nur die Kleinbürger rausschmeißen, dann haben wir immerhin eine Legitimität von 40. Und werden allerdings natürlich auch dafür das Gesetz ein bisschen was verlieren. Ich würde das als erstes mal machen, die Streitkräfte noch mit drin lassen. Boah, ich habe keine Ahnung, ob uns das jetzt umbringt hier. 35% statt 50. Jetzt ist die radikalen Änderung erstmal runtergegangen. Fragt mich nicht, warum. Aber diese ganzen Geschichten hier, also nationale Überlegenheit wollen wir nicht. So, und hier wurde was deaktiviert. Haben die Intellektuellen jetzt an Loyalität eingebüßt hier? Das dürfte doch eigentlich auch gar nicht sein. Plus 12. Motoren des Fortschritts und Arbeitsbeschaffer. Propagandisten sind deaktiviert jetzt. Und Avantgarde ist deaktiviert. Minus 20% Technikkosten haben wir jetzt auch nicht mehr. Und achso, und da ist es wieder aktiviert. Hm? Na gut. Sie haben sich schnell hin und her entschieden. Und die Vereinigten Staaten sind mit Frankreich rivalisiert. Also, alles ein bisschen merkwürdig, muss ich gestehen. Porzellan wird ein bisschen billiger, ist aber immer noch sehr, sehr teuer. Holz wird wieder günstiger, die Artillerie wird teurer. Schauen wir nochmal auf den Markt, jetzt wo gleich die Eisenminen durch sind. Und wir, na Moment, jetzt habe ich hier natürlich den Bausektor noch nicht nach oben gestellt. Das mache ich mal. Den bringen wir jetzt als erstes nochmal ran, bevor wir das Holzfällerlager bauen. So, Eisenminen sind drin. Also, dann können wir doch mal schauen, ob wir noch was verbessern können. Also, mal unter anderem das hier. Ist jetzt gerade natürlich noch zu teuer, aber wir können bei der Lebensmittel... Das wären 60 mehr Lebensmittel. Schauen wir erstmal auf die Eisenminen, ob die jetzt... Ah, wo haben wir sie gebaut? Kohle. Ach man, so, eine Sekunde. Ländlich Eisenminen. In Kastilien und in Navarra. Ich dachte, ich hätte sie woanders gebaut, aber gut. Hier wird eingestellt.
Preis geht nach unten. Hier können wir bestimmt auch von der atmosphärischen Dampfmaschine eigentlich Gebrauch machen. Bräuchte dann allerdings auch wieder mehr Kohle. Auch das können wir aber in Angriff nehmen. Nochmal Kohle auszubauen. Wir können so viel ausbauen, also insofern ist das erstmal alles gut. Welche Protestbewegung hat sich aufgelöst? Kein Kolonialamt. Endlich. Okay, das ist schon mal sehr gut. Woher das jetzt kommt, ne, kann ich euch auch echt nicht sagen. Und jetzt haben wir hier die Wahl, die ganz anders ausgegangen ist, als sie gerade noch gesagt haben. 80% hatten wir prognostiziert. Jetzt sind es 55% für die progressive Partei, 1,5 Millionen. 31% für die gemäßigte Partei und 12% für die freie Handelspartei. Jetzt kriegen wir diese freie Regierungsumbildung und die sollten wir in dem Fall wirklich jetzt mal nutzen, glaube ich. Ja, wobei wir ja dieses Ding noch durchkriegen wollen. Streitkräfte und Intellektuelle. Also, wenn wir die freie Handelspartei rausschmeißen, kriegen wir natürlich deutlich Legitimität dazu. Würden da jetzt nichts mehr verlieren. Die sind auch loyal nach wie vor. Kleinbürger und katholische Kirche haben sich zur gemäßigten Partei zusammengeschlossen. Und die Landbewohner, die müssen wir halt noch irgendwie besänftigen. Was aber auch passieren würde, wenn wir dieses Gesetz jetzt durchkriegen. Ich lasse es mal bei den Intellektuellen und den Streitkräften. Da sollten wir minus 20 durch die Größe der Regierung bekommen. Genau. Und damit geht das hoffentlich etwas besser. So, die Intellektuellen haben wieder erstmal Propagandisten und Avantgarde deaktiviert und danach wieder aktiviert. Fragt mich nicht, warum. Und Algerien importiert Hartholz. So, schauen wir auf den Markt nochmal und gehen hier auf die Schwierigkeiten nochmal ein. Also bei den Spirituosen. Das können wir, Spirituosen und Lebensmittel. Wir haben jetzt gerade eine Fabrik und Tuch schon wieder. Mann. Das kommt jetzt erst, ne? Lebensmitteltuch, ja. Wollen wir wieder Spirituosen herstellen? Oder wollen wir die... Also Eisen sollten wir ein bisschen mehr machen. Fisch wird dann auch teurer werden. Das ist aber nicht so schlimm. Ich glaube, Konserven können wir machen. Und eigentlich auch die Spirituosen mit reinnehmen. Auch wenn wir dann weniger Lebensmittel produzieren. Warum bei weniger Lebensmitteln der Preis sinkt, verstehe ich allerdings auch wieder nicht. Na gut, also, ich schaue mal, ob das funktioniert. Wir haben hier die Süßungsmittel an, das heißt, hier produzieren wir insgesamt mehr Lebensmittel. Das ist erstmal richtig. Dann machen wir jetzt hier die Konservenfabriken an mit Eisen und Fisch, was dann zusätzlich verbraucht wird. Und hier auch die Brennblasen, um dann mehr Spirituosen und ein bisschen weniger Nahrung zu machen. Und schauen mal, wie sich Nahrung und Spirituosen jetzt auf dem Markt hier verhalten. Das sollte ein bisschen... Boah, hier ist echt was los. Diplomatiespiel. Sokotonischer Aristokratenaufstand. Das interessiert uns erstmal nicht. Das mache ich mal weg. Intellektuelle haben die Propagandisten diesmal wirklich wieder deaktiviert. Österreich hat das Embargo mit dem Osmanischen Reich beendet und der Preisbericht Spirituosen fallen ordentlich. Das ist ganz cool. Hartholz geht wieder ein bisschen nach oben. Das ist auch gut. Nur die Lebensmittel werden richtig teuer. Okay, das ist natürlich ein Problem. Das heißt, wir gucken jetzt bei der anderen Lebensmittelfabrik. Hier wird nochmal ausgebaut. Später, ob wir hier auch noch was tun können, um mehr Lebensmittel zu produzieren. Nein, können wir hier nicht, aber wir haben doch noch mehr Lebensmittelfabriken als nur die beiden, oder? Aber wir haben das überall schon angemacht. Das war das Letzte, was wir hier noch nicht gemacht hatten. Die Konservenfabriken. Das heißt, durch die Brennblasen ist das jetzt hier mit den Lebensmitteln wieder nach oben geschossen. Kommt aber jetzt. Also, machen wir mal weiter. Machen wir mal weiter mit zum einen Kohle. Kohlemine haben wir derzeit mit 2 in Valencia. Da können wir, glaube ich, noch eine ransetzen. Wir sind bei plus 180 Pfund. Das ist doch was Schönes. So, Valencia, Aragon.
verfügbare Arbeiter. Da haben wir sie auch relativ übersichtlich dann nochmal zu sehen. 211.000. Machen wir in Valencia eine dritte Kohlegeschichte. Schwefel haben wir... in Spanisch Togo haben wir auch noch nicht gebaut. Westandalusien müsste Schwefel machen, damit wir da auch das wieder verwenden können. Artillerie wird richtig teuer, weil jetzt die Maguindanao eine Importroute erstellt haben. Da gucke ich jetzt auch noch einmal auf die, also wir geben 31 raus von unseren Artilleriegeschichten, obwohl wir hier die Zölle haben wir schon erhöht. Schauen wir mal, ob wir da noch was importieren können. Kostet uns wieder Bürokratie, aber vielleicht können wir da auch noch wieder was verbessern. Aus Belgien könnten wir das, den Kram kaufen. Das würde uns erstmal den Preis doch relativ ordentlich drücken. Machen wir das doch mal. Und dann schauen wir auch noch mal auf die Handfeuerwaffen vielleicht. Es ist alles zu teuer. Ui, was ist denn hier passiert jetzt zum Beispiel? Warte mal, jetzt müssen wir hier noch mal reingucken. Also der Holzpreis ist gerade von plus 30% auf minus 6%. Achso, wir haben... Nee, das Holzfällerlager ist noch gar nicht fertig. Wo kommt das jetzt her? Moment. Die schwedisch-dänische Rivalität ist beendet. Da ist der Aufstand. Mann, das Bildchen ist jetzt auch ein bisschen voll hier. Großbritannien stellt sich da auf die Seite. Großbritannien wird beeinflusst. Mobilisierung, Importroute für Artillerie. Importroute für Artillerie, das haben wir gerade gemacht. Lebensmittel sind gefallen, Spirituosen sind gestiegen. Und der Holzpreis hat sich gerade um 1000% gedreht. Achso, das wird immer zwischendurch erst eingekauft, wa? Das geht hier immer hin und her, jeden Monat. Da geht es wieder zurück. Liegt das an den Handelsrouten oder woran liegt das? Oder kaufen einfach unsere Fabriken quasi nur alle zwei Monate ein? Es könnte allerdings auch echt diese Handelsroute sein, ne? Warte mal, jetzt zeige ich mir nochmal die Handelsroute für Holz. Ja, jetzt sind es 1700, die wir da importieren aus Russland. Ich meine, das bringt ja Geld, ne? Aber ich glaube, sie holen einfach immer dementsprechend, was sie halt gerade so brauchen. Das ist, das wird sich wahrscheinlich jeden Monat so anpassen, dass dann holzmäßig alles da ist, was gebraucht wird. Im Färbewerk gab es einen Unfall in Katalonien. Mehrere Arbeiter sind heute im Färbewerk von Katalonien gestorben, als in der Fabrikhalle versehentlich eine Industriewanne mit heißer Farbe über die ahnungslosen Arbeiter ausgeschüttet wurde. Die Einheimischen sind aufgebracht über den Zwischenfall und behaupten, schlechte Sicherheitsvorkehrungen an diesem heißen und gefährlichen Arbeitsplatz seien der Auslöser des Unfalls gewesen. Daher drängen sie die Regierung zum Handeln. Als die Rettungshelfer den Schauplatz verließen, wurden mehrere Angestellte des Werks sterben zurückgelassen. Wir sterben alle. Oder sie werden nicht umsonst gestorben sein. Unfall im Färbewerk. Gewerkschafter erhalten Gewinnunterstützung für 5 Jahre. Ja, wir können uns wirklich nicht noch mehr radikale... Ich finde, die Gewerkschafter, irgendwann dürfen die mal was werden. Aber ich hoffe, sie sind noch relativ klein. Aber wir haben jetzt fast 1 Million Radikale im Land. Dabei bemühen wir uns doch. Es sind nur noch 30.000 durch den Rückgang des Lebensstandards. Okay, und wo passiert das hier in Niger? Da gibt es ein Diplomatiespiel in dieser Region, wo wir letztlich auch dabei sind. Was ist das hier? Achso, das sind unsere Garnisonen hier. Da scheint Großbritannien diesen Aristokratenaufstand niederzuschlagen und Sokoto annektieren zu wollen. Okay. Wie sieht es denn mit unserer Kolonie hier eigentlich aus? Ich muss hier mal ein bisschen was
wegschmeißen. Das geht hier gar nicht weg. Na gut. Zeig mir doch mal ganz kurz, wie es in Ewe mit der Kolonie aussieht. 173 Tage noch. 173 Tage, dann sollte diese Kolonie uns gehören. Ob das mit den Dänen dann auch vorbei ist, das müssen wir mal schauen. Das werden wir sehen, liebe Leute, beim nächsten Mal. Also, wir fummeln uns da weiter durch. Ich befürchte, dass diese Radikalen irgendwann zum Problem werden. Aber gut, wir schauen mal, dass wir weiter die Lebensqualität erhöhen. Wir sind jetzt immerhin mal auf 19, was den Bau angeht. Wir haben nur relativ wenig Verluste, auch wenn dieses Saldo-Ding hier ausschlägt, wie wirklich beim Erdbeben. Aber wir bemühen uns weiter, Fabriken etc. für unsere Leute zu bauen und jetzt auch die Produktionsweise in der Form zu ändern, dass das alles ein bisschen produktiver wird. Wir sehen uns. Bis dahin, macht's gut.